Ja, hallo, liebe Netzgemeinde. Auch in dieser Woche kleiner Bericht von der Freddy Fischer Stiftung über Positives in der Zeit von Corona. Wo bin ich hier? Ich bin im Don Bosco Club in Essen-Borbeck. Den seht ihr im Hintergrund, dem Hilfsprojekt, was wir mit unserer Stiftung am längsten unterstützen, seit über 15 Jahren. Ja, Don Bosco Club ist natürlich geschlossen. Aber hier ist was ganz, ganz Tolles passiert. Susanne Bier und ihr Team haben praktisch das komplette Angebot ins Netz verlagert. Guckt euch die Webseite an von domboscoclub.de, also domboscoclub.de. Ja, Wahnsinn, da findet ihr für die Kinder Anleitvideos für den Sport aus dem Boxclub. Mit Rätselangeboten, mit Kochangeboten, Tanzangeboten, ne? Mit allem Möglichen. Und der Hammer ist, die Zugriffsseiten auf die Webseite von Don Bosco, die haben sich vervielfacht. Teilweise 7.500, 8.000 Zugriffe pro Tag. Tja, was ist hier passiert? Das Hilfsangebot hat sich vervielfältigt. Und im Übrigen gibt es hier für die Kinder im Club, es werden Pakete gepackt, die die abholen können. Es gibt ein Sorgentelefon. Also ganz, ganz, ganz viel Gutes ist hier passiert. Und vor allen Dingen die Hilfe von Don Bosco, von Susanne und ihrem Team. Die haben sich in der Krise vervielfacht. Für die Kinder von Don Bosco, über 100 Kinder sind hier in der Regel am Tag, wenn geöffnet ist. Und jetzt greifen plötzlich Tausende auf das Webangebot zu. Das ist doch super. Gut, ich wünsche euch eine schöne Vor-Osterwoche und im digitalen Licht im Augenblick eine schöne Vervielfältigung von Gutem. Das sollten wir doch mal festhalten. Herzliche Grüße aus dem Ruhrgebiet, euer Freddy. Macht es gut. Ciao, ciao. Schöne Woche.